Hey Freunde, herzlich willkommen hier zurück bei Dragon Age Inquisition. Wir haben letztes Mal, also wir sind letzte Folge jedenfalls angekommen, hier wieder in der Himmelsfeste. Und ich habe die Zeit ein bisschen genutzt, mit unseren Kameraden wieder zu sprechen. Es gibt eine Quest für Dorian. Die Eltern haben ihn geschrieben. Jetzt muss ich mal gucken, das ist glaube ich der innere Kreis, oder? Unerledigte Geschäfte. Nee, das ist von Cassandra. Das ist von Solas. ja, Varric. Vivienne. Vor Sonnenaufgang Schmugglerbriefe gefunden. Für wen soll das denn sein? Kallen. Ach, Kallen. Die letzte Bastion. Okay, also, wir müssen mit Dorian, also wie gesagt, die Eltern haben geschrieben. Oh Gott, dass ich hier immer wieder erinnert werde. Also die Eltern haben, wie gesagt, geschrieben und wollen mit Dorian quatschen. Prinzipiell soll ich mit ihm nicht darüber reden und ihn einfach mitbringen, aber ich halte das für so ein bisschen heimtückisch. Also ich würde jetzt mal auch das optionale Ziel machen und mit Dorian erstmal darüber reden, damit ich ihn dann nicht hinschleifen muss, weil das ist einfach irgendwie falsch. Dorian. Fragen über Fragen. Du, ich hab da mal was. Dorian, da ist ein Brief, den ihr sehen solltet. Ein Brief? Ist er unanständig? Ein humorvoller Antrag irgendeiner antivanischen Witwe? Nicht ganz. Er ist von eurem Vater. Von meinem Vater? Ich verstehe. Und was bitteschön will Magister Hallward? Ein Treffen. Zeigt mir diesen Brief. Ich kenne meinen Sohn. Was mein Vater von mir kennt, würde kaum einen Fingerhut füllen. Das ist so typisch. Ich wette, dieser Bedienstete ist ein Gefolgsmann, den er angeheuert hat, um mich bewusstlos zu schlagen und zurück nach Tevinter zu schleifen. Ach Quatsch, das lasse ich nicht zu. Würde er das wirklich? Das lasse ich nicht zu. Das dürfte ihm ziemlich schwer fallen, solange ich direkt daneben stehe. Er geht davon aus, dass ich mit Mutter Giselle reise. Wie er darauf kommt, dass ich das tun würde, weiß allerdings nur der Erbauer. Lasst uns gehen. Treffen wir uns mit diesem sogenannten Bediensteten der Familie. Sollte es eine Falle sein, entkommen wir eben und bringen alle um. Ihr seid darin ziemlich gut. Ansonsten schicke ich den Mann zu meinem Vater zurück und lasse ihm ausrichten, dass er sich seine Besorgnis ins Ende seiner Weisheit stecken kann. Ach Mann, jetzt erzähl mal ein bisschen mehr über den Twist. Zwist. Es scheint böses Blut zwischen euch und eurer Familie zu geben. Was für eine interessante Redewendung. Aber ihr habt recht. Sie mögen meine Entscheidungen nicht, ebenso wenig wie ich die ihren. Weil ihr nicht heiraten wolltet? Weil ihr fortgegangen seid? Unter anderem. Ihr seid jetzt, so ist es sinnlos. Wir gehen jetzt, los. Nun denn, treffen wir uns mit diesen Bediensteten. Ich frage mich, wie viel mein Vater diesem Mann dafür bezahlt, darauf zu warten, dass ich vielleicht auftauche. Wir werden es noch früh genug herausfinden. Okay, bringe Dorian zur lachenden Möwe. Ich habe absolut keine Ahnung, wo das sein soll. Es ist im Hinterland. Okay. Wahrscheinlich die Redcliff, ne? Die Redcliff-Taverne. Würde ich jetzt mal denken. Ja, es ist die Redcliff-Taverne. Na gut, dann wir können ja direkt hinreisen, ne? Reisen, zack. Ich würde sagen, ich gehe da tatsächlich mit Dorian alleine hin. Ja, warum eigentlich nicht? Ich habe da jetzt nichts weiter zu erledigen. Ich will nur mit Dorian da hinreisen. Wir brauchen nicht noch mehr Augen, würde ich sagen. Jo. So, da wären wir. Also ich habe mich jetzt halt eben dafür entschieden, hier nur zu zweit aufzukreuzen. Ich hoffe, es war kein Fehler und die sind uns der Tatsache wohlgesonnen. Wenn nicht, habe ich aus meinem Fehler gelernt. Ja, dann dürft ihr auch mit mir meckern. Das ist jetzt aber gerade so ein bisschen nebensächlich. Also ich finde das ziemlich privat. Gehen wir jetzt so zu zweit hin. Na gut, zur lachenden Möwe. Keiner da? Oh, hier ist niemand. Das verheißt nichts In der Gutes. Tat. Dorian. Vater. Er ist direkt gekommen.
Diese ganze Geschichte über den Bediensteten der Familie war also nur... was? Ein Vorwand? Man hat es dir also erzählt. Bitte entschuldigt, dass ich euch getäuscht habe, Inquisitor. Es war nie meine Absicht, euch in diese Sache mit hineinzuziehen. Natürlich nicht. Magister Pavis könnte unmöglich in die Himmelsfeste kommen und sich mit dem Inquisitor sehen lassen. Was würden die Leute denken? Was genau ist das hier, Vater? Ein Hinterhalt? Eine Entführung? Ein herzliches Familientreffen? So war es schon immer. Er ist zu Recht wütend. Ich weiß es nicht, ich weiß ja nicht so genau, was vorgefallen ist. Ihr habt das alles auf euch genommen, um Dorian hier zu treffen. Redet mit ihm. Ja, Vater, rede mit mir. Sag mir, wie verblüfft du über meinen Zorn bist. Dorian, es gibt keinen Grund. Ich bevorzuge die Gesellschaft von Männern. Mein Vater missbilligt das. Ah ja. Gut, ich habe mir ja sowas schon gedacht. Das müsst ihr mir erklären. Stottere ich etwa? Männer und deren Gesellschaft in körperlicher Hinsicht. Ihr habt bestimmt schon mal davon gehört. Und die meint's mit Frauen? Nein, das ist schon klar. Also, Dorian ist halt, falls es jetzt wirklich noch keiner wusste, Dorian ist ein schwuler Charakter hier in Inquisition. Ich habe es ja schon mal erwähnt. Und wegen ihm wurde ja auch ganz schön Aufhebens gemacht. Also unter anderem ist ja auch in Indien und Bangladesch Tatsache Dragon Age Inquisition verboten. Und man muss da einfach so ein bisschen vorgehen, ne, sage ich mal. Ich hatte da so ein... nicht nur gehört. Um ehrlich zu sein, habe ich nicht nur davon gehört. Nein, der Herold Andrastes? Ich bin schockiert und empört. Ihr und euer Sarkasmus. Ehrlich mal. Ihr seid nicht unbedingt dezent, O Lord Inquisitor. Ich hätte wissen müssen, dass es darum geht. Oh nein, du stellst keine derartigen Vermutungen an. Du weißt nicht das Geringste über den Inquisitor. Das hier ist nicht das, was ich wollte. Ich war nie, was du wolltest, Vater. Oder hast du das etwa vergessen? Ja, gib ihm doch einfach mal eine Chance. Ich weiß ja auch nicht, was, wie gesagt, vorgefallen ist. Warum ist das überhaupt erstmal ein Problem? Dann ist das in Tevinter ein großes Problem. Nur wenn man versucht, unmöglichen Maßstäben gerecht zu werden. Die Familien Tevinters heiraten untereinander, um den perfekten Magier zu destillieren. Mit perfektem Körper und Verstand, dem perfekten Anführer. Das heißt, dass jeder vermeintliche Makel, jede Abweichung vom Ideal abartig und beschämend ist. Und so etwas muss verborgen werden. Ist das echt so? Ist die Gesellschaft so oberflächlich wie bei uns? Das ist ja schon fast wieder eklig, ne? Also, Mann, ey. Es ist eine ganz normale Sache, also... Ich würde sagen, gib ihm mal, dann geh einfach darum, geht es hier. Gib ihm eine Chance. Ich weiß nicht, wie er denkt darüber. Mal schauen. Euer Vater ist vielleicht hier, um euch die Hand zu reichen. Ihr könntet ihm zumindest eine Chance geben. Lasst uns einfach gehen. Dorian, bitte hör mir doch einfach zu. Warum? Damit du noch mehr hübsche Lügen verbreiten kannst? Er lehrte mich, Blutmagie zu hassen. Der Ausweg des schwachen Geistes. Das sind seine Worte. Aber was war das Erste, was du getan hast, als sich dein kostbarer Erbe weigerte, den Rest seines Lebens als Heuchler zu verbringen? Du hast versucht, mich zu ändern. Ich wollte nur das Beste für dich. Du wolltest das Beste für dich? Für dein verfluchtes Vermächtnis? Dafür würdest du alles tun. Der Vater, der in der Tat gerade keine Chance, irgendwas zu sagen. Ich kann absolut den Zorn von Dorian nachvollziehen. Absolut. Also, ich stehe da komplett hinter ihm, aber ich versuche diesen Streit auch irgendwie zu schlichten. Er konnte Tatsache irgendwie nichts sagen. Ihr habt euch eine Menge von der Seele geredet. Könnt ihr ihm nicht die Chance geben, dasselbe zu tun? Ich fand meine Antwort jetzt gut. Erzähl mir, warum du hier bist. Hätte ich gewusst, dass ich dich der Inquisition in die Arme treiben würde? Das hast du nicht. Ich habe mich der Inquisition angeschlossen, weil es das Richtige ist. Ich hatte einst einen Vater, der das gewusst hätte. Ich
Ich hatte einst einen Sohn, der mir vertraut hat. Doch ich habe dieses Vertrauen missbraucht. Ich wollte nur mit ihm reden, um wieder seine Stimme zu hören, um ihn zu bitten, mir zu verzeihen. Komm, das ist doch ein Schritt in die richtige Richtung. Ich lass die beiden mal, ne? Tja, Dorian war jetzt gegen meine Entscheidung, aber ich glaube, es ist ganz gut verlaufen. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ganz dreist. Ja, ich habe mir das ja schon gedacht, dass die Familie da hingegen auseinanderging, weil er eben homosexuell ist. Ja. Und eben so dieses typische Eltern wollen immer das Beste für ihre Kinder. Ja, ja, erzähl das meinem Hund, so ungefähr. Ja, ich kenne das schon. Ja, ich bin mal gespannt, wie es jetzt wirklich ausgegangen ist und brabbel jetzt die ganze Ladezeit durch, damit ich das nicht schneiden muss. Komm schon, renne Ladezeit. Es ist echt, hier sieht es ja selbst schon ein bisschen blöd. Ich habe euch die bisher auch immer rausgeschnitten. Das ist auch nur eine kleine Ladezeit übrigens. Keine große. Kann dann bis zu 2 Minuten dauern. Ugh. Ob jetzt Dorian auch gleich mit rauskommt? Ich bin ja mal gespannt. Ah, wir sind wieder in Himmelsfeste. Er sagt, wir wären uns ähnlich. Wir wären beide zu stolz. Es gab eine Zeit, da wäre ich überglücklich gewesen, diese Worte von ihm zu hören. Jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher. Ich weiß nicht, ob ich ihm verzeihen kann. Erstmal geht's dir gut. Geht es euch gut? Nein, nicht wirklich. Danke, dass ihr mich dorthin gebracht habt. Es war zwar nicht das, was ich erwartet hatte, aber doch zumindest etwas. Beim Erbauer, was müsst ihr nur von mir denken, nach so einer Vorstellung? Ja, es ist so ein Wutausbruch, wenn man... Das hat man doch mal alle Tage. Das ist absolut in Ordnung, also nur Gutes. Ich denke keineswegs schlechter von euch. Ja, eher besser, falls das überhaupt möglich ist. Ach, das sagt ihr doch nur so. Ich meine es genau so, wie ich es gesagt habe. Mein Vater hat es nie verstanden. Eine Lüge zu leben, ist wie Gift. Es frisst einen innerlich auf. Man muss für das, was man fühlt, kämpfen. Dem stimme ich zu. Ja. Sehe, spielt ihr gerne mit dem Feuer, Inquisitor. Wie auch immer, es wird Zeit, dass ich mich bis zur Besinnungslosigkeit betrinke. Das ist heute genau der richtige Tag dafür. Leistet mir doch irgendwann mal Gesellschaft, wenn euch der Sinn danach steht. Ich war jetzt ein wenig überrascht, dass das jetzt so fix ging. Also... Hihi. Sweet, absolut sweet. Ich finde das ja süß. Die beiden passen zusammen, die sind Magier. Das wird schon. Wir haben schon wieder eine Quest. Ups, ich laufe wieder falsch. Ob das. Ist das wieder Mutter Giselle? Wow, lass mich mal durch hier. Nee, irgendwas anderes. Ah, Ferrick! Oh, jetzt was hast du auf dem Herzen? Sucht ihr jemanden, dem ihr das Ohr abkauen könnt? Jo. Tja, ihr habt ihn gefunden. Oh, was ist denn? Rotes Lyrium? Hatten wir das schon? Ich wüsste gern mehr über Rotes Lyrium. Ich werde euch erzählen, was ich weiß. Wie versteinert es Leute? Ja, es ist, wenn man den Genuss zu viel hat, dann kann das in der Tat zum sofortigen Versteinern irgendwie führen. Ich habe gesehen, wie es Leute wie eine Krankheit befiel und in Lyrium verwandelte. Wie kann das sein? Das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt wissen wir nicht genau, was die Scheiße ihrem Opfer antun kann. Und ich bin nicht scharf darauf, es rauszufinden. Okay. Was könnten die Templer damit vorhaben? In Kirkwall wurde Kommandantin Meredith allein durch den Besitz des Lyrium-Götzen unfassbar stark. Jedenfalls bis er sie in eine Lyrium-Statue verwandelte. Vielleicht dachten sie, die Macht wäre es wert. Möglicherweise waren ihnen aber auch die Konsequenzen nicht bewusst. Ja, gut. Ich denke, wir haben lange genug über Rotes Lyrium gesprochen. Ja, ist auch nicht gerade mein Lieblingsthema. Sag mal, du bist doch die Quest? Ey, da steht jemand gerade neben dir, Varric. Lass dich nicht begrabbeln. Da, also.
Wo? Zur Hölle, was ist denn das? Hier steht Varric. Varric, du hast irgendwas Questmäßiges angeblich. Ich weiß die Warnung zu schätzen, aber du hättest nicht selbst kommen sollen. Was, wenn die Gilde davon erfährt? Oder wie hieß er noch? Machst du dir Sorgen um mich oder um dich? Ein bisschen von beidem. Mhm. Immerhin bin ich es, der entbehrlich ist. Oh, keine Sorge. Ich passe auf dich auf. Wir müssen nur... Na, das ist ja eine Überraschung. Ihr seid der Inquisitor, oder? Bianca Davri, zu euren Diensten. Bianca? Bianca, wie die Armbrust. Euer Name ist Bianca? Der Name ist nicht ungewöhnlich. Die Hälfte der Mädchen in der Händlergilde heißt so. Die andere Hälfte heißt Helga. Ich hatte also Glück. Helga und Bianca. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr eine Freundin von Varric seid? Wer ist das nicht? Ihr kennt ihn auch schon länger, nicht wahr? Es ist mir eine Freude. Freunde von Varric sind hier jederzeit willkommen. Seid vorsichtig, wenn ihr so etwas sagt. Einige seiner Freunde wollt ihr nämlich gewiss nicht treffen. Na, vielleicht ja doch. Was weiß ich schon. Bianca verfolgt eine Spur, woher Corypheus sein rotes Lyrium hat. Die Lage von Bartrans Torheit, der Teig, den Varric fand, ist durchgesickert. Es gibt einen Eingang in die tiefen Wege, an dem es von seltsamen Menschen wimmelt, die rotes Lyrium nach draußen schaffen. Oh oh, darum müssen wir uns zur Sache kümmern. Erstmal nachforschen. Wer hat die Lage verraten? Wer könnte die Lage des Teigs verraten haben? Es wussten nur ein paar Leute Bescheid. Handlanger der Expedition. Einige enge Freunde. Wie sie ihn fanden, ist unwichtig. Entscheidend ist, dass wir wissen, wo sie jetzt sind. Okay. Ist das der einzige Eingang, ja? Woher wissen wir, dass sie nicht mehrere Eingänge benutzen, um zu dem Teig zu gelangen? In den tiefen Wegen gelten andere Gesetze als an der Oberfläche. Es gibt keine genauen Karten des gesamten Systems. Dafür aber Verbrüche, dunkle Brut, Lavaströme. Findet ihr einen Weg, der zu eurem Ziel führt, weicht ihr nicht mehr von ihm ab. Jeder Versuch, einen anderen Weg zu finden, kann tödlich sein. Oh, sie hat eine unglaublich schöne Stimme. Findet ihr nicht? Ich könnte mir jetzt gerade vor so ein Buch vom... Also wenn sie jetzt so ein Buch lesen würde, dann würde ich glatt einschlafen. Voll beruhigend. Man erreicht ihn aus Orlais. Das ist ziemlich weit weg von den freien Marschen. Die tiefen Wege sind miteinander verbunden. Jedenfalls waren sie das. Inzwischen sind einige Gänge eingestürzt oder eingestürzt worden. Im Prinzip sind sie Straßen, die das gesamte Zwergenreich durchziehen. Sie führen in jeden Winkel des Kontinents, vielleicht sogar noch weiter. Theoretisch gelangt ihr über die tiefen Wege zu jedem Teig. Aber tatsächlich... Tja, es gibt einen Grund, warum sie niemand mehr benutzt. Ja, wir haben ja auch schon in Orlais ein paar Zugänge zu den tiefen Wegen gehabt. Das hat mich ja auch schon gewundert, aber es ist ja in der Tat wirklich sehr weitreichend. Wir müssen uns darum kümmern. Wir müssen uns der Sache annehmen. Solange er an der Quelle sitzt, ist Corypheus ungleich mächtiger. Ich hätte es nicht besser sagen können. Ich werde ihre Aktivitäten im Auge behalten. Falls ihr ihnen das Handwerk legen wollt, könnt ihr auf mich zählen. Lass mich nicht zu lange warten, Varric. Du weißt, ich habe selbst genug zu tun. Wer ist diese Bianca? Schön. Das ist alles überhaupt kein Problem. Sagt einfach Bescheid, wenn ihr zu dem Eingang aufbrechen wollt. Warte mal. Wir wollen hier Bettgeflüstergeschichten haben. Komm, lass dich mal ausquetschen. Ich hätte gerade etwas Zeit, falls ich was für euch tun kann. Erzähl mir doch mal bitte von Bianca. Ich hätte da eine... Über diese Spur... Diese Spur, die ihr erwähnt habt, Varric. Sicher. Je eher wir uns darum kümmern, desto besser. Denkt ihr, diese Spur von ihr ist echt? Bianca ist viel zu sehr Forscherin, als dass sie Informationen an mich weitergeben würde, ohne sie vorher zu überprüfen. Wenn ihr allerdings wissen wollt, ob sie uns belügen oder in eine Falle locken würde, das wäre durchaus möglich. Ihr Zwerge. Allerdings bezweifle ich das. Sie hat durch ihr Kommen riskiert, den Zorn der Gilde auf sich zu ziehen. Eine Nachricht hätte auch gereicht. Was auch immer sie in diesem Eingang gefunden hat, es hat sie umgehauen. Das beunruhigt mich. Verstehe. Darf ich euch etwas fragen, Varric? Ihr wollt über mich reden? Ich bin gerührt. Außerdem neige ich zu extravaganten Lügen. Ja, manchmal. Aber auch nur ein bisschen übertrieben. Ein Stückchen Kernwahrheit ist da immer enthalten, Varric. Danke, Varric. Kein Problem.
Ja, dann könnten wir das ja auch gleich mal machen. Also schon mal hinreisen auf jeden Fall. Das werden wir nicht mehr in der Folge schaffen. Aber das finde ich wieder echt interessant. Jetzt kommen so langsam die ganzen Charakterquests. I like that. Oh, warte mal. Wir müssen das erstmal markieren. Oh, verdammt. Genau. Betritt Valamar. Karte aufrufen. Ach, auch in den Hinterlanden? Wieso das denn? Okay, ansehen. Da müssen wir aber zu viert hinreisen. Da unten ist das. Da ist sogar noch was auf dem Weg. Ich will das aber, sowas würde ich eigentlich dann machen, wenn wir wirklich wieder im Hinterland sind. Also werden wir straight direkt dann dahin reisen. Dorian, ich nehme mal Solas wieder mit. Ich habe mal wieder Lust auf Solas. Vivienne, nee, Cole könnten wir auch mal wieder. Aber Cole ist keiner für vorne. Das ist immer schlecht, ne? Zwei Magier. Also Cole passt irgendwie immer nie in die Party. Wollen wir ihn trotzdem mitnehmen? Nee, geht gar nicht, weil ich muss ja Varric mitnehmen. Ich bin ja blöd. Sag mal, Varric, hat sich deine Karte verändert? Die sieht aber jetzt ein bisschen anders aus, du. Ich glaube nicht, dass wir Cassandra mitnehmen sollten. Die schimpft wieder mit ihm. Nehmen wir den Bullen mit. Ja, ach, das passt schon. Für das, was wir vorhaben, wird es schon reichen. Okay, da sind wir. Apropos, wenn wir gerade schon mal hier sind, wir müssen die Tränke dringend aufrüsten. Cassandra ist gar nicht mit dabei, aber ich mache das jetzt mal für jeden. Sarah, du bleibst mal bei Beamschwan. Oh, 12 Tränke jetzt, ne? Oh, ist das genial. Dorian Blackwall, Cole wird geladen, Vivienne, Solas, Varric, der eiserne Bulle. Okay, da fällt mir gerade ein, wir haben ja den neuen Stab, ne? Den kann Solas gleich mal... Wir müssen auch verkaufen. Oh Mann, ich kann ja nichts mehr aufnehmen. Ah, doof. Machen wir das mal ganz schnell. Es läuft uns ja nicht davon. Also ich muss eh ganz viel schneiden heute schon. Rune des Geistes ist hier schon mit drauf. Finde ich ganz schick, ne? Damit kann man sich sehen lassen. Ey, so das immer mit seinem ganzen Gerümpel so drumherum. Das passt so richtig. Ist toll. Okay, ein kräftiger Stab. Das war... Oh, der hat noch eine Stabklinge drauf, ne? Was soll's. Also das kann weg. Verzaubererstab, das kann auch weg. Feraltische Breitaxt. Komm mal kurz her, Bulle. Warte mal, das ist Einhand, das ist Zweihand. So, genau. 175, 153, 150. Hat noch Runen drauf. Das Ding aber nicht. Weg. Und weg. Varric, du brauchst nichts anderes. Shepard auch nicht. Okay. Assassinenklinge. 211, gar nicht schlecht. Ich weiß, 270 macht Sarah, glaube ich. Also von daher kann die auch weg. Rekrut, überragend. Ach so, stimmt, da ist noch eine Rune drauf. Ganz kurz mal nur schnell durchschauen, damit wir hier wieder Platz haben. Das ist schlechter und Cassandra trägt auch bessere Zeug. Oh, da sind Runen drauf, ne? Ja, verdammt mich. Bulle Stiefelkicker. Da muss ich das auch noch behalten hier. Varric, für dich haben wir nichts Neues. Schade. Helme. Feraldischer hast du? Okay. Dann ist das ja in der Tat nicht viel. Warte mal, Accessoires. Amulett der Macht, das war Blackwall. Stimmt. Die müssten wir eigentlich auch mal wieder mitnehmen. Aber ist halt irgendwie wie Cassandra. Also, ja, wir haben hat Blackwall und Vivienne, die haben beide nicht so ihre Berechtigungsdasein. 1000 Schnitte, Wurfmesser, Explosiv, Fernschuss. Brauchen wir jetzt auch nicht doppelt. Flammenopfer, das habe ich auch schon. Ich bin der Einzige mit Flammenopfer. Das kann dann weg. Amulett der Klugheit. Oh, das ist besser. Amulett der Konstitution brauchen wir auch nicht zweimal. Genauso wie Gürtel der Blutung. Weg damit. Rüstungsdurchdringung, Sprengfeuer, Lebenswächter-Amulett. Okay. Haben wir hier irgendwo, wo wir das schnell mal verkaufen können? Ich glaube nicht. Und keine neue Requirierung. Och Mann, verdammt mich.
Ob ich jetzt den Weg laufe oder so laufe? Warte mal, ich rufe mal schnell das Pferd. Wir geben das Zeug ab und dann gehen wir zu Varric. Varric's Quest. Lass mich das kurz mal. Hier ist der Händler. Wir haben ja jetzt auch ein neues Pferdchen. Haha. Das sieht richtig edel aus, dieser Hirsch. Ich finde die Hirsche sowieso im Allgemeinen echt hübscher. Yeah! Der schreit immer so schön. Die schreien allgemein so schön. Aber der ist echt edel hier. Weststraße. Komm, Yoshi, beeil dich mal ein bisschen. Wir müssen noch zu Varric. Trab. Ich hoffe, ich laufe jetzt hier nicht falsch oder so. Ah, doch, hier hinten kommen wir gut raus. Sehr gut. Bin ich ja mal gespannt, ob wir jetzt wirklich in die tiefen Wege denn kommen und da rein stolpern. Varric ist ja dabei. Wir sind gut vorbereitet. Hi, hallo. Ja, genau. Ich bin nur einmal schnell zum Händler. Und dann bin ich auch wieder weg. Bist du sicher? Ich glaube, den Leuten geht's gut hier. Ich verstehe. Achtung, ich kann nicht bremsen. Okay, absteigen. Und jetzt einmal bitte verkaufen. Okay, es wird erstmal. Es ist gut, dass der Handel wieder floriert. Ich habe hier zahlreiche Waren, falls ihr an etwas interessiert seid. Natürlich. Es wird schon seinen Dienst tun. Jetzt kann man wenigstens ein bisschen aufnehmen. Den Rest mache ich dann. Ich wollte das ja schon letztes Mal aufs Screen machen. Ach, was soll's. Lass mal kurz die Quest markieren. Vielleicht können wir da auch andersrum irgendwie. Ja, müssten wir. Na also, hatte ich es dir nicht gesagt? Los, Pferdchen! Schnell, schnell, schnell! Über Stock und Stein, das Pferdchen muss da rein. Ja. hier hoch oder? Ich weiß es doch nicht. Kalenherz, Brücken, Kopf! Yes, Sasa! Hier so rum und. Warte mal, muss ich hier lang? Ja, ne, könnte man gehen, den Weg. Ja, ja! Das ist so super. Unser Drachenhirsch. Oh nein, ich passe da natürlich wieder nicht hin. Warte. Und herkommen. Ach, das geht, ne? Mann, ey. Komm her. Ja! Jetzt muss ich hier irgendwie. Verdammt. Habe ich so ein bisschen verpasst. Und hier waren wir noch gar nicht, ne? Kann das sein? Nee, hier waren wir noch gar nicht. Oh, hier ist eine Steinwand. Das finde ich nicht so gut. Ich glaube, wir kommen so gar nicht an Varric's Quest, ne? Ach, Mann. Ja, hier ist eine. Ach, doof. Dann müssen wir doch hier hinreisen. Es tut mir leid. Wusste ich ja jetzt nicht. Sorry, sorry. Aber es geht ja so ganz fix an. Also an sich, von Lager zu Lager reisen im eigenen Gebiet ist okay. Das kriegt man gut hin. Hey, ja, ist gut. Immer ganz ruhig. Müssen wir dann nur irgendwie hoch. Ja. Wow, wie so eine Sirene. Okay, hier kommen wir auch nicht weiter. Mann! Ja. Varric, ich will doch deine Quest machen. Warte mal, ich mach das so wie letztens. Ich werde hier einfach, Embryum. Hi, Embryum. Nicht jetzt. Ist. Ach, komm schon. Yes. Hey, Varric, das sieht richtig stark aus mit dem Arm- und Beinschutz und so, ne? Mann, ey, ich mach's mir jetzt aber auch unnötig schwer. Komm, komm schon, los, jetzt da hoch. Yes, er hat es geschafft. Sehr gut. Jetzt hier lang, das hatten wir schon mal, diesen Weg. Puh, und zack, sind wir oben. Sehr gut. Jetzt brauche ich nochmal das Pferdchen. Komm, 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 schnell, schnell. Uns läuft die Zeit davon. Aber, und wie uns die Zeit davon läuft, oh mein Gott. Ja. Ich werde das nicht mehr schaffen. Hey. Nein, nicht jetzt.
Wir sausen einfach davon. Oh nein. Pferd. Ich habe jetzt keine Lust, mit ihnen zu kämpfen. Nein, einstecken. Da ist er auch schon, der Teig. Man sieht's doch. Da oben drinne. Aha. Oh Mist, mir läuft aber die Zeit davon. Oh, hallo. Ugh. Tut mir leid. Söldner? Sieht nach Karte aus. Der Lyriumschmuggel wäre hier sicher ein einträgliches Geschäft. Verstehe. Ja, dann sind wir hier wohl komplett richtig. Okay, Leute, dann werde ich das aber erst nächste Folge machen, weil ich gehe mal ein bisschen weg, sodass man mich hört. Ich freue mich drauf, ne, auf Varric's Quest. Ich hoffe, ihr genauso. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal dann wieder rein zu Dragon Age Inquisition. Bis dann. Tschüss.